Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und das wird eine mega, mega kurze Folge, weil ich gar nicht so viel machen möchte, außer euch so ein paar Sachen zeigen und beschwören. Was ich euch zeigen wollte, mein Würde ist fast ready für Six Star. Also mir fehlt nur noch ein bisschen Food, 3-Sterne-Futter. Damit ich hier die Rainbow Mons hinbekomme, also hier den einen, und dann habe ich die 5 und dann wird Würde 6 Star. Ich zeige euch aber schon mal mein aktuelles Dragons Team, in dem Würde dran ist, und das funktioniert nicht immer, aber immer öfter. Also ich habe es festgestellt, wichtig ist auch die Reihenfolge, wie ihr die Monster positioniert bei dem Team, was ich jetzt benutze. Und so wie die Reihenfolge jetzt hier ist, so läuft es auf Auto eigentlich am safesten und am schnellsten. Jedoch klappt es halt, wie gesagt, nicht immer. Ich weiß aber, woran es liegt. Es liegt einfach daran, dass Würde ist noch nicht 6 da und hat auch nicht keine 6 Sterne Runen, wodurch einfach seine Überlebenschancen viel zu gering sind noch. Also er hat einfach grundsätzlich zu wenig HP, zu wenig Defense. Und eigentlich auch noch ein bisschen zu wenig Speed. Also er bräuchte eigentlich noch ein bisschen mehr Speed. Aber ihr seht hier, wie der gerade durchrockt. Und die Attack-Bar, den Angriffsbalken der anderen Monster hier hochpusht wie so ein Verrückter. Und das ist ja im Prinzip Sinn und Zweck von Würde. Dass er einfach nur überlebt und immer wieder ganz schnell dran ist und die Attack-Bar hochpusht. Und jetzt seht ihr es, wie knapp das ist mit seinem Leben. Und wenn jetzt kein Heal kommt, war es das nämlich. Und das wird trotzdem noch eng. Doch, gerade so geschafft. Okay. So, jetzt müssen wir hoffen, dass er quasi Full Life bekommt, bevor wir beim Boss sind. Weil sonst wird auch das wieder eng. Und das hängt eigentlich meistens an den äußeren Kristallen. Weil wenn die den Defense Break drauf machen, dann ist immer Mist. Aber ihr habt gesehen, wie knapp das ist. Und das ist auch der Grund, warum es halt nicht immer klappt. Ne? Also Würde stirbt halt einfach oftmals zu früh und zu schnell. Also sowohl bei Zyros in der Zwischenstage als auch hier beim Boss geht es halt hin und wieder schief, weil Würde halt stirbt, ne? Wenn er zum Beispiel irgendwie Dots drauf hat, die ihm zu viel abziehen, oder wenn der Drache dran ist, wenn kein Debuff drauf ist und solche Sachen. Ihr seht, der hat schon wieder weniger als die Hälfte Leben, also es ist wirklich knapp. Ich meine, der Drache geht relativ gut runter, das ist Glück. Aber das hängt auch immer damit zusammen, wie das mit den Towern hier klappt. Und da ist nämlich auch die zweite Sache, ihr habt es gerade gesehen, Bella hat versucht, den Drachen die Immunities zu strippen, und das hat nicht geklappt. Und genau das ist noch eine Schwachstelle von dem Team. Bella Dion hat wirklich schon ganz gute Stats und das soll auch von Speed her und HP und so weiter nicht weniger bekommen. Ganz im Gegenteil, gern noch mehr, aber vor allem braucht Bella noch Accuracy. Er braucht noch mehr Genauigkeit. Ihr seht, hätte damit halt der Strip und der Defense Break besser sitzen. Und ihr habt gesehen, also Würde ist halt als allererstes gestorben. Wäre der nicht gestorben, wäre der Boss vielleicht sogar noch einen Ticken schneller tot gewesen. Also 2:30 ist schon auch für das Team, wie es jetzt hier ist, eine ungewöhnlich schnelle Zeit. Sogar manchmal dauert es noch ein bisschen länger. Gefährlich ist es halt, wenn der Boss irgendwie im letzten Drittel, wo er sowieso mehr Damage macht, drankommt und irgendwie die Monster 2 Debuffs auf sich haben und der Boss noch Immunity hat. Und also so, es gibt halt immer wieder den Fall, dass es halt auch schief geht. Okay, ich habe euch ja versprochen, dass es eine schnelle Folge wird und eine kurze Folge, und daran halte ich mich auch. Ich möchte eigentlich mit euch nur kurz beschwören, und zwar beschwören wir 2 MS, eine Light und Dark, also wirklich ganz kurz, und dann den Ifrit. Und hoffen einfach mal drauf, dass es endlich dieser verdammte Theomars wird. Fangen mit dem MS an und hauen die raus. Ich gehe nicht davon aus, dass da Blitze dabei sind bei drei Rollen. Das wäre schon mega Luck. Ihr seht, also 2-3 Sterne Monster, und jetzt haben wir hier noch eine Light und Dark. Und auch da keine Blitze. Gucken wir mal, was rauskommt. Dark Epicon Priest habe ich sogar schon. Und jetzt, oh, Trommelwirbel.
Und es ist Theomas. Endlich. Oh. Ich habe so lange auf ihn gewartet und da ist er endlich. Endlich ist er da. Und jetzt wird sich das Spiel nochmal ein bisschen verändern und jetzt wird es nochmal mega und jetzt habe ich nochmal richtig zu tun, wieder Food zu sammeln fürs Six-Star und fürs Leveln und so weiter und so fort. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht sogar, ich glaube, erwecken können wir ihn nicht direkt. Doch, wir können ihn sogar direkt erwecken. Aber als allererstes, und das müsst ihr immer als allererstes machen, Monster sperren. Zack. Und dann können wir ihn erwecken. Und Runen habe ich jetzt. Die Folge ist. Also an der Stelle, wen es nicht interessiert mit den Runen, kann jetzt ausmachen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterguckt. Und wir packen ihm jetzt einfach mal noch ein paar Runen rein, dem lieben Theo. Am besten, wir gucken uns mal die Fähigkeiten an, damit wir verstehen, worum es geht. Also. Er hat eine Passivfähigkeit und das ist sein Second Life. Das heißt, wird Theomas getötet, dann stirbt er nicht, sondern bleibt halt am Leben mit einem Lebenspunkt. Ne? Das ist so sein Passiv. Seine Leaderfähigkeit ist die Crit-Rate verbündeter Monster um 24% zu erhöhen. Das ist sehr, 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 sehr viel. Sehr viel Crit-Rate. 24% ist wirklich Hammer. Sein zweiter Skill ist, greift den Feind dreimal mit Magie an und schwächt die Verteidigung für zwei Runden mit 50% Chance. Das wird noch auf 70% Chance hochgepusht. Also das heißt, er greift den mehrmals an, dreimal. Und jeder dieser Angriffe hat halt die Chance, die Defense zu zerbrechen. Das heißt, wenn der erste von den dreien die Defense bricht, einen Defense Break drauf macht, eine Verteidigung schwächt, werden die anderen beiden Angriffe dementsprechend natürlich auch mehr Schaden machen. Also diese Dreifach-Crush. Ich habe das schon so oft gehabt, dass der so viel böse Damage raushaut. Und auf der 1 hat er, greift mit magischen Kräften an und richtet mit einer Chance von 50% kontinuierlichen Schaden an. Das passiert eigentlich nicht so häufig, ist auch unwichtig mit dem kontinuierlichen Schaden. Die Angriffskraft wird im Angriffstempo entsprechend erhöht und das ist das Wichtige. Und der skaliert mit Speed und deswegen brauchen wir halt eine richtig gute Speed-Rune auf Theomas. Wir gucken mal kurz in die Gewalt-Rune, aber ich weiß schon, dass ich eine 6-Star-Speed-Rune habe, jedoch nicht bei Gewalt, sondern bei Wille. Und der Theomas auf Wille kann nämlich auch sehr gemein sein. Problem ist, der hat hier, naja, HP. Der bräuchte eigentlich mehr offensive Stats. Und vor allen Dingen haben wir, wir würden. Also Speed, Crit Damage, Attack würde ich ihn runen. Und wir gucken jetzt aber mal kurz in meiner Freundesliste. Und schauen mal, wie die Spieler, die guten Spieler, die ich so in der Freundesliste habe, den gerunt haben. Nur zum Vergleich unserer Sicherheit. Und schreiben uns mal auch die Stats auf. Und zwar, ich glaube, Atrex müsste eigentlich eine Theomas haben. Genau. So, also der hat plus 6,6k HP. Der hat plus 1100 Attack. Der hat plus 295 Defense. Plus 72 Speed. Der hat 92% Crit-Rate und 161% Crit-Damage. Ist richtig viel und eigentlich kaum Accuracy, also wie gesagt, das ist okay. Von den Runen auch Wille, ne, wie ich auch gerade gesagt habe, Wille, also Speed, Crit Damage, Attack, wie ich es halt auch gesagt habe, ne, hat aber auch nie, also hat auch viel defensive Substats mit drin hier, gute Speed Runen, also es sind schon derbe Runen hier drauf und ich denke, Atrex, auf ihn ist Verlass, also so in die Richtung würde ich meinen. Theomas auch versuchen zu runen. Das heißt also, die Wille-Rune ist zwar eine 6-Star-Speed-Rune, aber die hat halt Accuracy, das was wir nicht brauchen. Pass auf, wir werten das mal auf. Wenn das zweimal in HP prockt, nehmen wir die und wirst dann halt Crit-Rate und Attack halt auf den anderen Runen ordentlich bekommen. Die Sache ist, mir fällt gerade ein, habe ich überhaupt eine zweite Wille-Rune, die passt? Ah,
ist schon Mist. Ist eigentlich Mist. Wir haben nämlich. Okay, wir hätten hier eine mit Crit-Rate. Und. Nee, wir haben eigentlich keine Wille-Runen, die wirklich gut passen. Aber uns bleibt bestimmt nichts anderes übrig. Denke ich mal. Gehen wir nochmal an die Wille-Runen. Wir müssen die nehmen, weil Resistance ist Quatsch, Accuracy ist Quatsch und hier Attack-Prozent sind leider auch nicht unbedingt günstig. Das heißt, wir müssen eigentlich diese nehmen. Und wir müssen diese nehmen. Und den Rest müssen wir mit Gewalt füllen. So, da, Gewalt. Das heißt, wir brauchen eine Crit-Damage-Gewalt-Rune. HP, Crit-Damage. Hier haben wir aber keinen Attack und Crit-Rate. Sixter Attack, Defense. Oh, wir haben nur die eine Crit-Damage-Rune. Das ist ja beschissen, ey. Mist. Es wird von Substats her richtig, richtig mies. Es wird schwach. Ganz, ganz schwach. Was haben wir denn hier? Haben wir hier überhaupt eine Attack-Rune? Wir haben auch hier gar keine Attack-Rune. Ich glaube, so wird das nichts. Ich glaube, ganz ehrlich, wir müssen. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn? Wir könnten dem natürlich jetzt hier auch die Attack-Rune hier reinpacken, die Wille-Rune wieder rausnehmen. Die Attack-Rune reinmachen und ihm halt erstmal Speed, Attack, Attack. Und dann später halt Speed, Crit Damage, Attack. Machen wir erstmal. Das ist jetzt ein bisschen Mana-Verschwendung. Aber das machen wir jetzt erstmal. Gewalt. Hier hatten wir keine Attack-Rune, ne? Das ist ja blöde. Dann müssen wir vielleicht. Was haben wir hier? Hier hätten wir eine Six-Star Attack-Rune. Und hier noch eine Crit-Damage-Rune. Nee. Aber hier hätten wir zumindest eine Attack-Rune bei Speed. Und auch eine 6-Sterne-Attack-Rune. Kommt. Dann geben. Mann, der muss eigentlich auf Gewalt. Der muss eigentlich auf Gewalt. Ich kann. Ganz ehrlich, ich kann den jetzt nicht weiter ruhen. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Der braucht hier eine Attack-Rune drin. Ich habe aber, glaube ich, hier haben wir Speed, Crit Damage. Speed. Hier hätten wir ein bisschen Crit-Rate und Attack-Prozent drauf. Hier haben wir Crit Damage und Attack. Attack, Speed, HP. Die ist gut. Ja, ich glaube, die ist jetzt erstmal die beste. Gucken wir mal, 9 Speed, 12 Attack. Hier war doch noch eine, die ähnlich war. Speed ist halt super wichtig. Nee. Das ist schon die günstigste. Diese hier. Die nehmen wir. Dann, Ja. Upsa. Dann, was brauchen wir denn? Wir brauchen noch Crit-Rate. Brauchen Crit-Rate eigentlich. Speed. Attack, Crit Damage. Bisschen Speed. Also es sind jetzt alles nur so halbherzige Runen, muss ich mal so sagen. Es ist nichts Richtiges dabei irgendwie. Crit Damage Speed, Crit Damage HP, Crit Rate, Crit Damage, Crit Rate, Crit Damage, da haben wir eine. Hier haben wir Crit Rate Speed. Aber low. Crit Rate Speed, das ist schon ein bisschen höher.
Accuracy. Speed Crit Damage. Die ist doch okay. Crit Damage Crit Rate. Hier, die ist gut. Speed Crit Rate Defense. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Die ist schon. Die ist. Ja, doch. Die ist. Die, ich glaube, die nehmen wir jetzt erstmal aus finanziellen Gründen. Weil die ist schon geupt. Dann brauchen wir halt. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Eigentlich müsste man jetzt gucken, dass man hier. Müssen wir wahrscheinlich Broken Set machen. Und hier unten halt erstmal diese beschissene Rune reinpacken. Oder wartet mal. Anstatt Wille können wir doch vielleicht Klinge nehmen. Haben wir da noch eine Attack-Rune auf der 6? Nee. Haben wir eine Crit-Damage-Rune auf der 4? Crit-Rate, Crit-Rate. Crit-Rate. Nee. Okay, also ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal zur Überbrückung eine Crit-Rate-Rune hier unten. Und keine Crit-Schaden-Rune. Hier hätten wir eine Crit-Rate. Hier haben wir Crit-Rate mit ein bisschen Crit-Damage drauf. Attack. Also entweder diese hier, die 5 Sterne mit 8% Crit-Damage, oder... Ja, ich glaube, das ist die am wenigsten schlechteste. Also das ist alles Mist. Das ist alles Mist. Wir brauchen eine Attack-Rune. Eine Attack-Rune. Hier eine. Nein. Was ist denn das? Aha. Egal. Alles Quark, alles Quark, alles Quark. Ja, ach man, ey. Haben wir denn nicht irgendwo mal eine Attack-Rune auf der 6? Gibt's doch gar nicht, ey. Hier hätten wir eine Attack 6, da Attack-Rune mit Crit Damage und Speed und HP. Ja, okay. Dann ist es halt erstmal Gewalt broken für den Anfang. Okay. Das ist riesengroßer Mist. Kann ich schon mal direkt so sagen. Also das ist wirklich Schrott. Und beim nächsten Rune Removal Day muss der auf jeden Fall nochmal komplett überarbeitet werden. Das ist jetzt so die besten von den Schrottrunen, die ich noch so übrig hatte. Also das ist wirklich großer Mist. Aber okay. Die Crit-Rate kriegen wir noch ein bisschen gepusht über die Rune. Der Crit-Damage ist natürlich dementsprechend super low. Speed. Okay, den kriegen wir natürlich auch über die Six-Star-Rune ein bisschen gepusht. Aber auch der Rest. Also, es ist wirklich großer Mist. Es ist wirklich großer Mist, aber das ist jetzt halt so. Okay, dann ist die Folge doch länger geworden, als ich dachte. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch Schluss. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.